Herzlich willkommen im Frühling. Und heute ist das allererste Video, das ich mit natürlichem Licht von außen filme. Und das macht mich total glücklich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Sammy Tags. Heute muss ich euch ganz ehrlich sagen, es hat mich auch erwischt. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Krankheit. Mich hat es mit der Frühjahrsmüdigkeit erwischt. Vielleicht geht es euch auch so, ihr merkt auf einmal, es wird irgendwie schwerer, morgens aus dem Bett zu kommen. Man fühlt sich den Tag über schlapp, müde, auch überrollt. Und wenn ihr euch so fühlt, dann geht es euch genauso wie mir. Euch hat es mit der Frühjahrsmüdigkeit erwischt. Also diese sogenannte Frühjahrsmüdigkeit hat man vor allem in diesem Wechsel vom Winter zum Frühling. Und das betrifft besonders die Leute, die sehr wetterfühlig sind. Und das betrifft auch besonders Leute, die generell schon einen niedrigen Blutdruck haben. Ich habe jetzt 5 Tipps für euch dabei, die euch helfen sollen, morgens ein bisschen leichter aus dem Bett zu kommen. Und am Ende vom Video zeige ich euch dann noch, was ihr im Alltag gegen die Frühjahrsmüdigkeit tun könnt. Mein erster Tipp für euch. Versucht einfach mal abends, wenn ihr ins Bett geht, nicht die Jalousien oder Vorhänge zuzumachen oder sie nur halb zu schließen. Das hat den positiven Effekt, dass ihr mit der Sonne wach werdet und es euch leichter fällt, aus dem Bett zu kommen, weil die Helligkeit euch einfach schon von alleine wach macht. Mein zweiter Tipp für euch. Lasst morgens so schnell es geht, also direkt nach dem Aufstehen, frische Luft in euer Schlafzimmer oder generell in die ganze Wohnung, in die Zimmer, wo ihr euch dann aufhaltet. Das ist total wichtig, weil diese stickige Luft, die ihr noch von der ganzen Nacht in eurer Wohnung habt, die lässt euch die Müdigkeit noch mehr spüren. Wenn ihr frische Luft reinlasst, dann merkt ihr richtig, wie ihr wusch so einen Kick kriegt. Und das hilft euch dann auch wach zu bleiben. Mein dritter Tipp ist ein ganz ungewöhnlicher Tipp, der aber doch sehr gut funktioniert. Ich habe davon erst kürzlich gehört und habe es auch selber ausprobiert. Es klingt total simpel, dass man es gar nicht glauben kann. Aber der Trick ist, versucht einfach mal von 5 bis 1 runter zu zählen. Und das hilft euch, diesen Antrieb zu finden, aufzustehen. Also das heißt, ihr liegt im Bett und dann sagt ihr 5, 4, 3, 2, 1 und dann zack, hoch. Ja, genau. Also es hört sich total komisch an, aber probiert es mal aus, weil dieses Runterzählen ist eben wie ein Countdown. Und das hilft einem. Wenn ihr jetzt von 1 bis 5 zählen würdet, würde es nicht helfen, weil nach 5 weiß man ja, es geht immer noch weiter. Deswegen muss man runterzählen, weil man weiß, nach 1 kommt nichts mehr oder vor 1. Und das hilft einem tatsächlich aufzustehen. Ich habe es auch schon ausprobiert. Mein vierter Tipp, auch eine sehr bewährte Methode von mir, ohne die ich eigentlich gar nicht mehr kann. Und das ist die Planung am Vorabend. Es macht euch das Aufstehen einfach viel leichter, wenn ihr am Abend davor schon mal ein paar Sachen erledigt, die euch dann morgens nicht mehr die Zeit wegnehmen. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr den Frühstückstisch schon herrichtet oder eure Kaffeetasse oder den Kaffee schon vorbereitet, den ihr am nächsten Morgen trinken wollt. Oder dass ihr euch die Kleidung am Vorabend schon rauslegt, die ihr dann am nächsten Tag anziehen wollt, weil es doch sehr zeitraubend sein kann, morgens aufzustehen und vor dem Kleiderschrank zu stehen und sich erstmal zu überlegen, okay, was soll ich eigentlich anziehen? Und was dabei auch super gut ist, wenn ihr euch eine To-Do-Liste schreibt, was am nächsten Tag alles so zu tun ist. Das hilft euch einfach, für den Morgen schon mal ein Ziel zu haben und zu wissen, was alles auf euch zukommt an dem Tag. Und das erleichtert euch das Aufstehen, weil ihr wisst, was ihr alles noch erledigen wollt. Und dann macht es euch das auch ein bisschen schwerer, die Zeit zu vertrödeln, weil ihr wollt diese Sachen ja auch fertig kriegen. Mein fünfter Tipp von Sammy's 5, mein Lieblingstipp, ich habe ihn extra für den Schluss aufgehoben.
Und dabei geht es ums Wasser trinken. Ich stelle mir jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, eine Flasche Wasser neben mein Bett. Und wenn mein Wecker klingelt und ich weiß, ich muss aufstehen, dann ist das Erste, was ich mache, Wasser trinken. Und es ist nicht nur ein bisschen, sondern ich habe da eine Flasche, da passt, glaube ich, 1 Liter rein. Und ich trinke fast schon einen halben Liter oder so, bevor ich überhaupt aus dem Bett aussteige. Das waren jetzt meine 5 Tipps und jetzt habe ich noch einen extra Bonus für euch, was ihr im Alltag gegen die Frühjahrsmüdigkeit machen könnt. Denn ich habe ja schon am Anfang gesagt, das Problem bei Frühjahrsmüdigkeit ist vor allem, dass man wetterfühlig ist und dass man einen niedrigen Blutdruck hat. Und da ja vorher der Winter war, haben wir einen Vitamin D-Mangel. Also Vitamin D ist das Vitamin, das über das direkte Sonnenlicht aufgenommen wird. Und im Winter entziehen wir uns ja der Sonne mehr oder die Sonne scheint nicht so viel. Und deswegen haben wir da einen Vitamin D-Mangel. Und Vitamin D ist so für die Vitalität zuständig. Und deswegen soll man im Frühjahr besonders wieder damit anfangen, dass man zum Beispiel Spaziergänge draußen macht. Und das soll man jetzt nicht nur einmal in der Woche machen, sondern da soll man schon sich so überlegen, mal so 20 bis 30 Minuten mehrmals in der Woche spazieren zu gehen oder auch joggen. Und damit man halt Vitamin D aufnehmen kann, ist diese direkte Sonne wichtig. Und das Tolle an Vitamin D ist, man kann das abspeichern. Also oder der Körper speichert es ab. Das heißt zum Beispiel, den Sommer über ist man ja sehr viel in der Sonne und da sammelt der Körper seine Vorräte für den Winter. Und wenn es aber nicht genug Vorräte sind und die aufgebraucht werden, dann geht es einem im Winter auch ziemlich schlecht. Und es geht wirklich darum, dass es also das starke Sonnenlicht ist am besten aus der Mittagssonne. Und was ich total erstaunlich finde, man darf keinen Sonnenschutz auftragen. Wenn man Sonnenschutz aufträgt und dann in die direkte Sonne geht, dann hat man zwar seine Haut geschützt, aber man nimmt kein Vitamin D auf. Also da darf keine Schutzschicht auf eurer Haut sein. Ja, und da finde ich es doch sehr gut zu sagen, habt keine Angst vor direktem Sonnenlicht. Und ich bin auch so ein Mensch, ich muss sagen, Sonnenschutz mag ich eigentlich nicht, weil ich finde, also ich habe noch keinen Sonnenschutz gefunden, der gut riecht. Und es ist halt auch so wahnsinnig dick und unangenehm auf der Haut und mir hat es noch nie Spaß gemacht, mich mit Sonnenschutz einzucremen. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen leichter morgens aus dem Bett kommt und dass ihr mit eurer Frühjahrsmüdigkeit ein bisschen besser umgehen könnt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr noch mehr Lifestyle-Videos von mir sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!